Einen wunderschönen guten Tag aus dem etwas kühlen, aber doch wunderschönen Alleine. Wir haben super schönes Wetter und es ist total klar, soll auch die nächsten Tage klar bleiben. Zum Glück, ja. Und wollte mal ein Video machen. Ich habe erst überlegt, ob ich wirklich darüber ein Video mache, aber ich will zwar kurz loswerden. Titel ist sowas wie Schadensfreude, ist das menschlich oder unmenschlich, ja. Ich finde, es ist unmenschlich. Ich habe jetzt ein paar Kommentare gelesen die letzten Tage unter den Videos, die mit dem Erdbeben zu tun hatten. Kleine Info, das war das größte Erdbeben, sehr wahrscheinlich, das es jemals auf Land gegeben hat. Ja, also eines der größten Erdbeben aller Zeiten, die jemals gemessen worden sind hier in der Türkei. Das ist also eine Fläche von Irland, wo das so stark war, das Erdbeben. Also viel schlimmer kann ein Erdbeben gar nicht sein. Wir haben hier eine weltweite Katastrophe und es gibt Leute, die erdreisten sich nicht, unmenschliche Kommentare zu schreiben. Ja, ich habe einen Kommentar gelesen, so, immer noch zufrieden da. ja, total. Ich liebe es hier und das zeigt mir ja noch mehr, wie toll es hier ist, wie toll die Menschen hier zusammenhalten, wie gut das hier funktioniert, was für ein Zusammenhalt es in der Bevölkerung gibt. Hier würde nie jemand den anderen im Stich lassen oder so einen dummen Spruch machen. Ja, ganz übel. Dann habe ich eben nochmal einen Kommentar gelesen, so, ich habe es euch doch gesagt, dass da Erdbeben sind und wenn man dann so oben wohnt, ist es nicht gut und so. Also ob ich jetzt unten wohne oder oben wohne, wenn es ein richtiges Erdbeben gibt und das ganze Haus zusammenstürzen würde, das ist dann auch egal. Ja, also ja. Und noch so einige andere. Was ist mit dem Ahrtal? Da mache ich mal demnächst nochmal ein Video drüber. Ich habe da heute einen Link geschickt bekommen. 185 Millionen Euro in Spenden liegen da noch auf Konten und werden nicht ausgezahlt. Ja, woran liegt das nur? Ja, sehr merkwürdig. Und die Leute kämpfen hier ums Überleben. Die Chance, noch Überlebende hier zu finden, ist sehr, 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 sehr gering. Es sind aber gestern Abend noch ein paar Leute gerettet worden, nach, was weiß ich, 100 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie viele Tage das jetzt her sind. Wir haben heute Freitag, genau. Passiert ist es Montag früh. Genau, also kommt ungefähr hin. Und es sind jetzt einige Leute auch hier in Alanya in Hotels untergebracht worden. Sachspenden werden immer noch angenommen hier vor Ort. Da macht es auch wirklich Sinn, in Deutschland Sachspenden zu sammeln und dann hier rüber zu schicken. Ist eher unproduktiv, außer ihr habt Leute, die es schnell herbringen, aber das dauert halt ewig. Es ist besser, vielleicht eine Hilfsorganisation zu unterstützen, die ihr vertraut, die gut ist, oder direkt hier an den Staat was zu schicken oder an die Katastrophenschutz oder, damit die hier direkt vor Ort helfen können, ja, und dann das kaufen können, was nötig ist. Ich kriege das ja immer bei Help Dünya damit, dass man denkt, die brauchen das und das und das. Bei den Bränden war das vorletztes Jahr ja so, dass ganz, ganz viel dann gesammelt wurde von den und den Sachen. Und dann sind sie vor Ort da gewesen. Und dann hat man gesehen in den Videos riesige Berge mit, was weiß ich, sag mal Hygieneartikeln. Und dann war das schon durch. Dann war das nächstwichtige, war dann irgendwelche Masken oder was zu trinken oder keine Ahnung was. Da hat es ja gebrannt, ne? Und es ändert sich halt alle paar Stunden, ändert sich der Grundbedarf. Jetzt war es zum Beispiel Kälte erstmal überhaupt, die Leute zu versorgen mit Decken, mit Klamotten. Die sind, weil sie sind ja aus den Häusern gerannt und dann fällt das Haus zusammen. Du hast vielleicht nur eine Unterhose an oder gar nichts, ja, also oder nur einen Schlafanzug. Und das ist halt wichtig, dass man da das hat, aber das kann sich nach zwei Tagen dann wieder ändern. Dann ist es halt wichtiger, dass andere Klamotten sind. Also es ist sehr schwierig, würde ich mal sagen, ja. Gut, es ist aber hier im Raum Alanya, Antalya gar nichts passiert. Also wir haben hier natürlich was, bisschen was gemerkt oder so. Aber wenn man sich so Karten anguckt von Erdbebenspalten und so, das war halt genau da, wo das Haupterdbeben war. Istanbul liegt noch auf unserem Graben, Los Angeles auch. Ja, wenn der San Andreas Graben mal irgendwie richtig bebt, dann werden auch wieder alle sagen, das wusstet ihr doch vorher. Also ja, wussten sie vorher, aber die Menschen sind halt so, wieso sollst du da weggehen, wenn alles funktioniert und du hast da vielleicht dein Haus oder deine Wohnung oder deine Familie und so. Und irgendwann kommt das halt, ja, das ist halt so, so ist es halt. Ne? Und das Leben ist halt auch nicht 100% sicher. Es ist nur eins sicher im Leben, dass es irgendwann vorbei ist. Ja? Und dass man sein Leben
gut lebt, ja, und ein guter Mensch ist, ja, und ich habe so das Gefühl, gucken hier so ein paar Leute zu, manchmal, natürlich, klar, die wollen uns scheitern sehen, das ist ja auch ganz nett, aber ich sage euch mal eins, Leute, die uns scheitern sehen wollen, die können auch wieder deabonnieren, ne? Das müsst ihr uns nicht gucken, guckt doch andere Leute, das macht mehr Spaß, ja. Und wir werden weiterhin versuchen, hier mitzuhelfen. Ich will das jetzt aber auch gar nicht mehr so breit treten. Wie schon gesagt, ich habe ja Help Dunja da empfohlen. Es gibt hier vor Ort ganz viele Sachen, wenn ihr hier im Raum seid. Es gibt in jeder Schule, an jedem Gemeindezentrum, in jedem Behörde gibt es Möglichkeiten, Sachspenden da zu lassen. Vielleicht findet, ich habe jetzt zum Beispiel was gestern was gespendet, nochmal außer der Reihe, für jemanden bei meiner einen Bank, ja, die hatten mich angeschrieben, dass das Haus von seiner Familie komplett kaputt ist und sie sammeln gerade was, ob die Kunden auch was geben wollen. Da habe ich dann auch direkt was überwiesen, habe denen die Quittung geschickt und die haben dann mir auch Videos geschickt und Fotos, wo sie gerade Klamotten gekauft haben. Also super, man findet jemanden, dem man helfen kann. Wenn man nur einer Person hilft, das reicht schon. Ja, wenn eine Familie einer Familie hilft, dann ist schon mal gut. Ja, wenn eine Familie fünf Familien hilft, ist es noch besser, ja. Aber wir sind ja alle füreinander da, genau. Ich wollte euch trotzdem mal, es ist so schönes Wetter. Wisst ihr was? Ich fliege jetzt mal mit der Drohne hier mal Richtung Berge und mache nochmal ein paar Aufnahmen und schenke euch nochmal ein paar schöne Ausblicke auf dieses wundervolle Land mit diesen wundervollen Menschen, die mich so berührt haben und wo ich merke, ich passe immer besser hierher und immer schlechter woanders hin.